So, hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe hier in Forza Horizon 5. Wir sind zurück mit einem wunderbaren weiteren Fahrzeug des Carpasses und einem Fahrzeug, was natürlich so ein bisschen mein Herz erfreut. Nachdem wir die letzten Fahrzeuge immer so ein bisschen ja, Audi und BMW und Porsche modernisiert haben, geht es jetzt bei VW nochmal ein bisschen in die Vergangenheit, nämlich in die Reihe des Golf 1. Wir haben nämlich den VW Pickup reinbekommen, beziehungsweise den VW Rabbit Pickup. Bei uns in Deutschland bekannt als VW Caddy MK1. Ja, der erste, sagen wir mal, Pickup beziehungsweise Nutzfahrzeugauskopplung, die VW damals auf Basis des Golfs rausgebracht hat. Und wir haben hier im Spiel eben die Variante auf Basis des VW Golf Rabbit, eben der nordamerikanischen, der amerikanischen Variante des Golf 1. Erkennt man vor allem sehr präsent an der Front, wo der Golf 1 in den USA eben diese, wie ihr jetzt gerade seht, eckigen Scheinwerfer hat, haben wir ja diese klassischen runden Scheinwerfer. Und ich bin also jetzt froh, dass er drin ist, weil ich den VW Caddy MK1 sehr, sehr geil finde und der Wagen auch mittlerweile auch in der Tuning-Szene in Deutschland immer beliebter wird, weil es mittlerweile echt schöner Klassiker ist. Ein schön kompakter, kleiner Pickup, wirklich mit einer sehr, sehr schönen Optik. Haben wir, wie gesagt, hier leider die US-Version bekommen. Und das irritiert mich deswegen so ein bisschen, weil wir hatten früher den Rabbit in Forza immer. Und seit mittlerweile sind wir so weit, dass wir aber auch das EU-Modell des Golf 1 haben. Wir haben den richtigen Golf 1 GTI mit den klassischen Doppelscheinwerfern in rund vorne hier in Forza Horizon 5 drin. Und deswegen auch mal ein bisschen Hoffnung, wenn wir so ein Pickup reinbringen auf Basis des Golf 1, ja, dass wir dann auch eben das EU-Modell bekommen mit den klassischen, mit der klassischen Golf 1 Front. Ja, das haben wir jetzt leider nicht bekommen. Wie gesagt, wir haben das nordamerikanische Modell, was, glaube ich, auch ein bisschen vertretener ist oder größer vertreten ist, weil der Wagen außerhalb der EU auch deutlich noch länger gebaut worden ist. Bei uns wurde er ja irgendwann eingestellt, so einen Nachfolger bekommen und der Kollege ist in anderen Ländern, genauso wie er ist, noch sehr lange weiter produziert worden. Wir haben dann eben Nachfolger bekommen, die dann nicht mehr lustigerweise auf dem Golf 1 basiert haben. So, der Nachfolger war auf dem Polo bzw. Ibiza drauf und danach, die Generation ging dann auf Basis des VW Touran. Also man hat da mal kurz alle Baureihen bei VW durchgenommen und darauf dann die Nutzfahrzeuge aufgebaut. Aber eben in der ersten Generation, wie gesagt, basiert das Ganze eben noch auf dem VW Golf 1. Und ja, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan vom Caddy MK1, finde ein richtig, richtig geiles Auto. Kumpel von mir hat ja auch so einen, der immer mal wieder weiter restauriert wird, dies, das. Und ich mag die gesamte Bauform, weil an sich bis zur B-Säule ist es ein Golf 1, ganz klassisch. Und danach fängt eben erst dieser Pickup-Aufbau an. Und dadurch, dass wir eben auf einem Golf sind, ist es ja eben kein großer Pickup. Das ist ja kein Dodge Ram, kein Ford Raptor, sondern wir haben einen Golf 1 runter, der mittlerweile kleiner ist als ein normaler Polo. Und darauf halt eine Pickup-Plattform gebaut, was halt natürlich super kompakt ist, das Ganze. Dann dieses super geile, markante Heck, vor allem mit diesem eingeprägten Volkswagen-Schriftzug im Heckdeckel und sowas. Und dann hier dieser schöne Diesel-Schriftzug. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Also ich mag diesen Wagen, der sieht einfach super klassisch und allem aus. Und mittlerweile ist er eben auch in der Tuning-Szene sehr beliebt. Eben nicht als Nutzfahrzeug, sondern einfach, um ihn schön umzubauen. Ich hoffe, das können wir heute auch machen. Wie gesagt, mir der Golf 1 von gefällt er mir nochmal deutlich besser. Ich mag den Golf 1 Rabbit auch nicht so sehr. Ich finde zum Beispiel die Westmoreland Front beim Golf 2, da gab es nämlich auch eine US-Front, auch mit diesen eckigen Scheinwerfern. Da finde ich sie ganz cool. Aber Golf 1 fühle ich, muss ich sagen, das EU-Modell deutlich mehr. Aber na gut, wir wollen uns nicht beschweren. Umbauen können wir die, glaube ich, soweit ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, schon soweit bekannt, dass man die Front leider nicht umbauen kann auf, ja, Spec, aber das ist okay, ja. Klassischer, schöner Motorraum, schön aufgeräumt damals auch vor allem schön alles erreichbar, schön einfach schraubbar. Ich als Golf 2-Fahrer weiß das, da kommt man überall gut dran. Es zeigt zwar immer mal wieder alles ein bisschen, aber man lernt es lieben, muss man gewissermaßen sagen. Dann haben wir eben hier die unklappbare, ja, wie ihr seht, ja, Ladefläche, die man wunderbar nutzen könnte. Und wir steigen gerade mal schön in den Innenraum dieses Kfz rein und ja, haben hier, ja, eine Klima ist es jetzt nicht, eine Lüftung, ne? Wir haben ein schönes Radio, dann haben wir, ja, haben wir eine Uhr oder ist Drehzahlmesser? Ne, wir haben sogar eine wunderbare Uhr, so muss es sein, habe ich meinem Golf 1 auch. Drehzahl ist auch nur was für Anfänger, man fährt per Gehör, fertig ist der Bums und gut ist es. Schön kmh bis zum Meilentacho, haben sogar beides drin und wir machen gerade mal an und hören in das Dieselaggregat rein, was da hinten schlummert, vor allem vorne schlummert. Mit richtig viel Kasala. Ich habe keine Ahnung, wie viel PS der hat, aber das dürfte nicht allzu viel sein. Wir können gerne mal eine Runde rausgehen. Wir können auch vorher mal kurz gucken, was der Wagen für Specs hat. D100 nebenbei. Wir haben 53 PS. Das ist nicht so viel. Aber wie gesagt, was ich euch zeigen wollte, wie gesagt, den Golf 1 haben wir ja im EU-Spec da. Da seht ihr,
Der ist nämlich so, wie man sich vorstellt. Wie gesagt, früher hatten wir den Rabbit, das weiß ich, aber mittlerweile sind wir bei den EU-Spec-Fahrzeugen eigentlich gekommen. Auch der Golf 2 ist ja eben das EU-Fahrzeug. Bisschen schade. Da hätte ich mir dann gerne auch das EU-Fahrzeug gewünscht. Aber gut, wir gehen mal kurz raus. 53 PS, 97 Newtonmeter. Da brauchen wir jetzt nicht über diskutieren, dass uns das jetzt nicht die Latschen ausziehen wird. Das ist jetzt hier für Forza-Verhältnisse halt nicht viel. Also eigentlich in Klammern gar nichts, wenn man mal ehrlich ist. Aber ich finde das Ding einfach optisch so geil. Ich finde den Wagen einfach optisch so, so schön. Die sind aber mittlerweile gar nicht mehr so billig. Also so ein Caddy MK1, die MK2, MK3 reden wir jetzt mal nicht drüber. Die haben, werden nie einen klassischen Status haben, weil das halt wirklich immer klassische Nutzfahrzeuge waren. Der hat halt wirklich diesen klassischen Charme bekommen, weil er halt diese Golf 1 Optik hat, die ich einfach absolut liebe. Und ich hoffe, dass wir gleich farbig-technisch alleine ein bisschen mal abhelfen können. Weil gut, das ist schon ein bisschen sehr schwammig. Ich persönlich bin dem Auto schon ein bisschen am Limit, was meine Sitzposition angeht. Ich saß mal drin und mit 1,94 ist so ein Caddy MK1 jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, das geräumigste Fahrzeug. Wie gesagt, ihr habt eine Golf 1, sagen wir mal, Fahrerkabine. Problem ist, beim Golf 1 kannst du ja noch deinen Sitz weit nach hinten verstellen, dass halt hinter dir halt bei keiner sitzen kann. Problem ist, bei dem Caddy kommt irgendwann die Rückwand und da geht's dann halt nicht mehr weiter. Dann ist da halt vorbei. Und neue Auszeichnung. Es ist ja das Hot Wheels Update kommt ja bei. Deswegen gab es jetzt schon einen Patch, den ich jetzt noch mitgenommen habe gerade. Auf jeden Fall ist dementsprechend irgendwann beendet, wie weit du nach hinten kannst. Und mit 1,94 ist dann auch beendet, wie viel Beinfreiheit du in so einem Fahrzeug bekommst. Da muss man klarkommen. So, womit ich nicht klarkommen müssen, ist diese Leistung. Das werden wir direkt ändern. Wir werden den Motor auch gar nicht tun. Da steht zwar Diesel drauf. Vielleicht können wir einen anderen Dieselmotor hier einbauen. Werden wir mal schauen. So, wir müssen erstmal eine Lackierung draufpacken. Und ich glaube, es gibt, glaube ich, ein Tornado-Rot. Das müsste das hier sein oder das hier. Ich bin mir nicht sicher, welche von den beiden Tornado-Rot darstellen soll. Das müsste doch zweifarbig lackierbar sein. Höchstens ist der Schriftzug einzeln lackierbar, oder? Warte mal. Farbgruppe 2, der Schriftzug. Hier lackiert doch schon mal nichts. Oh, es ist der Schriftzug. Ne, ist nicht der Schriftzug, hä? Ah, es ist je nach Farbe ist der Schriftzug schwarz. Okay, das ist schon mal fit. Okay, dann ist Farbgruppe 1 auf jeden Fall die Grundfarbe. Na, das dürfte eher ein Tornado-Rot sein. Wir nehmen das mal. Und dann Farbgruppe 2 würde ich gerne den Schriftzug schwarz haben. So, das gefällt mir doch direkt ein bisschen schöner. So, einmal speichern. Sieht da ein bisschen direkt fancy aus, der Kleine. Und dann schauen wir, was wir jetzt mit anstellen können. Also, wir wollen Leistung. Das Ding wird einfach ein komplettes Spaßfahrzeug. Es wird jetzt hier nichts, was irgendwie performant geil wird. Das ist mir vollkommen bums. Wir wollen Leistung. Wir wollen Tiefe. Dementsprechend schauen wir nochmal, was wir damit so anstellen können. So, wir gehen erstmal in Umbauten. Ich würde am liebsten sogar diesen Motor reinbauen wieder. Ich würde aber am liebsten auf Heckantrieb umgehen. Weil ich glaube, das könnte ganz lustig sein. 1,8 Liter rein 4er, 2,8 Liter V6. Das ist der... Mein Gott. V6 Motor aus einem Golf 3, ne? Das ist geil. Müsste er sein. Wie viel PS hat der? 174 PS. Das müsste der Motor aus dem Golf... 174 müsste der Golf 3 VR6 sein. Heißt ja bei VW VR6, hier ist ein V6. Aber 174 PS, wir gucken gerade mal kurz schnell nach, dass ich da sicher bin. Aber es müsste der Golf 3 Motor sein, den wir jetzt hier gerade reingezimmert haben. Ja, da ist er genau. Golf 3 VR6. Motor, okay, dieser Motor haben wir keinen weiteren, aber einen schönen V6 Motor aus dem Golf 3, das finde ich ganz geil. Motorauswahl, aber sehr schwach, muss ich sagen. Da habe ich ein bisschen mehr gerechnet, bin ich ehrlich. Das ist irgendwie alles nicht ganz so geil. Na gut, dann bauen wir einen schönen V6 auf. Wir bauen schön auf Heck um. Und einen großen Turbolader bauen wir auch mal drauf. So, Bodykit. Jetzt will ich mal, okay, es gibt ein paar Anbauteile, gibt es. Wir können eine kleine Lippe vorne dran packen und die Stoßstange vorne entfernen. Ich bin auch ehrlich, ich mag die Golf 1 Stoßstange viel lieber als die Rabbit. Aber clean ist halt auch irgendwie... Wir müssen gleich mal gucken, ob ich clean mache oder nicht. Oder erstmal Spoiler, was können wir da machen? Oder können wir solche Guardrails draufpacken? Oder so einen kleinen Ducktail. Da bin ich eher für den Ducktail. Gefällt mir besser. Hier können wir die Stoßstange auch clean machen. Wie gesagt, EU-Spec auch bei der Stoßstange schöner. Sagen wir mal, wie es ist. Und hier gibt es sicher... Ja, komm, Mudflaps können wir ruhig machen. Aber Stoßschlangen lassen wir. Wir lassen sie mal dran. So, jetzt will ich mal gucken, was wir mit der Tiefe und so anstellen können. Wir machen jetzt mal große Bremsen drauf, der Optik wegen. So, und jetzt bitte. Bitte geh tief. Hoppala.
Na, leichte Keilform wieder. Solange er nicht in der RS5 war, bin ich verändert. Mit der RS5 war schon ganz schlimm letztes Mal, aber das ist schon. Eieiei, go hier. Ah, das gefällt mir gut. Ein geslampter Caddy ist schon ein sehr geiler Caddy. Da bin ich schon sehr fein mit. Und schön Käfig rein, weil das Kreuz in der Heckscheibe einfach geil aussieht. Guck ich es mal an. So, jetzt guck mal, was wir mit Felgen hier anstellen können. Jetzt weiß ich ja noch nicht, was wir hier draufpacken. Ich bin dir ehrlich. Auf so einem Caddy können wir jetzt sehr, sehr viel anstellen. Der hat Weißwandreifen serienmäßig. Ach, krasser Scheiß. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hier können wir sehr, sehr vielen geilen Scheiß anstellen, weil mit den kleinen Felgenmaßen, muss man sagen, passen sehr, sehr viele der Felgen jetzt optisch sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir hier machen, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich hier drauf fahren möchte. Es geht wirklich eine Menge bei ihm optisch. Das ist ganz geil, weil nicht viele Felgen in groß immer geil aussehen. Boah, das sieht natürlich auch schon sehr edel aus. Weißwand werden wir gleich direkt runterschmeißen, weil Weißwand fühle ich auf dem Auto jetzt nicht so. Ich finde Golf 1 noch nicht so alt, dass er Weißwand fahren darf. Ich so Käfer und so legitim. Golf 1 fühle ich jetzt Weißwand irgendwie nicht so sehr. Boah, das sieht aber auch gut aus. Oh, das wird eine schwierige Nummer, ich sage es euch. Ja, ADV1 bin ich schon ganz klar, bin ich schon direkt raus. Das gibt keinen. Das ist keine Felge für das Auto. So eine Bobbed A wäre natürlich auch schon sehr classic. Also eher so Golf 2 Zeit, würde ich schon eher sagen. Ist auch schon alles zu modern. Das wäre auch schon rot die Form in der Optik. Weil die Rotiform, muss halt sagen, die Rotiform haben hier vorne, dass sie brutalstes Tiefbild auf diese Kiste zimmern. Auch das hier, ne? Warte mal, warum ist denn? Sehr, sehr. Ah, das sieht schon sehr edel aus, ne? Also, ich glaube, die Rotiform, die kann man schon mal wieder mal vormerken. Die sehen schon. Oh, nee. Wir müssen Workfelgen drauf machen. Die equippen immer so selten und das sind Felgen, die präsentiert für so kleine Autos wie i86 und Co. sind. Das sind perfekte Felgen für das Fahrzeug. Ja. Das müssen wir machen. Jetzt müssen wir gucken, welche von den beiden. Ich nehme entweder die Equip 01. Wäre natürlich super, kannst du mir den Fischbein. Aber ich muss sagen, hier aber noch mehr Tiefbett. Ja, ist auch gut. Ne, wir nehmen die E03. Schön klassisch. Gott, das sieht gut aus. So, Reifen. Da machen wir einen schönen. Machen wir einen schönen Semi drauf. Felgengröße machen wir mal auf. Machen wir auf 15. Aber ich glaube, das könnte schon so viel sein optisch. Wir schauen mal. Boah, ja, Spurbreite hinten schon mal gut. Ich hoffe, wir kommen, wie gesagt, noch ein bisschen tiefer, dann ist das geil. Aber so allgemeine Optik gefällt mir schon mal sehr, sehr, sehr gut. Ich bin da, wir gucken gleich vielleicht, ob es doch noch ein Design gibt. Ich finde mein Rot schon ganz geil, aber ich glaube, Design wäre jetzt auch nicht verkehrt auf der Kiste. So, Reifen, schön, 205er, Alter, ist das niedlich. 205er ist ja immer noch extrem wenig, krass. Aber, ui, aber das macht jetzt schon, muss man sagen, Tiefe und Felgen. Es ist, wie es ist. Fahrwerk und Felgen machen ein Auto. So, wir machen ein schönes 6-Gang-Renngetriebe rein. Sagt der VR6 kriegt jetzt einfach voll aufs Fressbrett, weil leider ist es bei Forza Horizon 5 so, dass der VR6 nicht so potent ist, wie die Tuning-Szene in echt raushaut. Dementsprechend, wir kriegen aber auf. Krass, der wiegt über eine Tonne, krass. 899 Kilo, der wiegt da immer noch ein bisschen mehr, als glaube ich, als mein 2er. Das ist krass, dass der Caddy so viel wiegt. Aber gut, wir haben einen V6-Motor drin. Ich glaube, der V6-Motor macht da schon einiges noch aus. So, wir bauen da jetzt erstmal richtig Leistung rein. Motor können wir ja gerne mal rein. Oh, ich finde die Mudflaps gerade geil, weil da Rapid draufsteht. Okay, die Mudflaps mit dem Schriftzug sind ja mal richtig geil. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Das ist ein geiles Detail. Das ist ein sehr geiles Detail. Okay, das gefällt mir sehr gut. Daumen hoch für den Akzent. Das hier fällt mir. Wir kriegen sogar in die S1-Klasse. Aber ich glaube, da wird er auch recht krass versauern. Da wird der nicht viel zu melden haben. Ey, wie viel Leistung? 571 PS, 644 Newtonmeter auf 912 Kilo aus einem 3,2 Liter VR6 Motor. Um genau zu sein, jetzt eigentlich ein R32 Motor, wenn man ehrlich ist. Na gut, dementsprechend. Das nehmen wir aber mal alles so an. Jetzt werden wir mal gucken. Erstmal, Fahrwerk geht das noch tiefer. Wie gesagt, wir gucken mal nach dem Design. Ich finde jetzt gerade rot mit dem goldenen Equip fängt schon ganz geil. Aber ich würde gerne auch mal gucken, ob die Community vielleicht irgendwas gemacht hat, wo ich direkt sage, geiler Scheiß. Gut, Harlequin ging schon fit, finde ich aber auf Golf 1, 2 nicht ganz so geil. Golf 3 fühle ich sehr, bin ich sehr ehrlich. Golf 3 fühle ich das sehr, sehr hardcore. Nochmal Wagen, ich muss ja ganz kurz nochmal hier wieder suchen richtig, weil sonst zeigt er mir immer nur so ein paar Seiten und das bringt uns ja nicht viel. Wir wollen ja ein bisschen mehr Auswahl haben. Also Redlock, Jägermeister.
Hot Wheels fühle ich auch sehr nach dem Auto, muss ich sagen. Passt auch jetzt gerade bald zum kommenden Update. Sehr gut rein. Aber es ist irgendwie nichts, was ich so hart fühle, ne? Ist irgendwie alles nicht so ganz mein Vibe, wenn ihr wisst, wie ich meine. Carmai. Oh, da suche ich aber direkt nochmal, ob ich direkt vielleicht noch ein besseres finde, weil da waren die Textfelder nicht ausgefüllt und es war so leer. Aber Carmai, das wäre natürlich. Passend da vom Tuning, passt, geht's ja kaum optisch. Das wäre natürlich. Gucken wir mal, ob er der Einzige ist, der Carmai. Fand ich wunderbar. Nicht der Einzige, der die Idee gekannt hat mit Carmai. Aber der Einzige, wo es mir. Gefällt es mir bei anderen auch. Obwohl die Umsetzung bei ihm gehört mir gar nicht so gut. Ich finde die hier fast besser. Das Nummernfeld, das stört mich bei ihm ein bisschen. Wir machen mal gerade die hier drauf, dann gucke ich mir die gerade mal an. Carmai ist natürlich so oldschool Golf 1, Golf 2 Tuning Zeit. Es würde natürlich sehr gut harmonisieren. Es würde natürlich sehr, sehr gut dazu passen. Aber ich muss sagen, Rot holt mich halt ab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mich das mehr abholt. Gucken wir mal. Ja, doch. Ich finde es jetzt auf jeden Fall, ich finde es passend zum Auto. Ich müsste jetzt halt leider noch die Felgensterne abändern können, weil natürlich die goldenen Sterne jetzt ein bisschen ins Auge stechen. Vielleicht nehmen wir sonst die anderen Workfelgen, die, oh Gottes Namen. Er hat die Sterne schon gold gemacht. Er wollte das so. Okay, dann ist ja Bums, was ich mache. Okay, hat die Sternfarbe schon geändert. Okay, na gut, dann bleiben wir dabei. Aber ich finde es ganz cool sogar. So, Wir haben wieder das Audi RS5-Dilemma, so nenne ich es in Zukunft. Keine Form aus der Hölle, warum, Digi? Also nicht aus der Hölle, der RS5 stand noch schlimmer, aber da wäre noch ein bisschen was gegangen. Ist natürlich jetzt fies, ne? VR6 Turbo in unserem und eine Tonne schweren VW Caddy Pickup. Geht natürlich jetzt sehr, sehr gut seitwärts. Und er lässt schöne Rauchwolken entstehen. Ich würde mal sagen, wir machen eine schöne Route nach Guanajuato, weil da kann man uns ein bisschen austoben. Da kann man sich ein bisschen umschauen. Das ist lichttechnisch ein bisschen geiler. Aber so Themen denke ich ganz geil. Man kann ein bisschen was mehr machen. Vor allem bei Tuning Option wäre ganz cool gewesen. Ich meine, das ist wieder so ein. Es ist wieder so ein Spaßfahrzeug, das ist jetzt wieder kein Auto, was jeder vollkommen ernst nimmt. Und krasse Setups zu erstellen wird. Dementsprechend hätte ich mir da einfach noch so ein bisschen over the top was gewünscht. So Zusatzbeleuchtung auf dem Dach. Irgendein Aufbau für die Ladefläche. Also so irgendwelche kleinen Gimmicks. Wisst ihr, was ich meine? So kleine Gimmicks wären noch ganz cool gewesen. Oder eben eine Front Conversion, dass man eben theoretisch hätte auf EU-Spec umändern können. Das wäre halt auch geil gewesen. Ich frage mich auch, warum sie sowas immer nicht reinbringen, weil es. Wäre halt aufgrund dessen, dass wir haben einen Golf 1 im Spiel, wäre das aufwandstechnisch sogar echt im Rahmen gewesen. Also das wäre jetzt nicht eine Sache, wo sie sich einen Zacken aus der Krone gebrochen hätten, wenn man ehrlich ist. Aber er macht halt jetzt Bock, der Kleine, weil Turboschnattern, ein schön grav verzahntes Getriebe und ein Tacho, der bei 130 km/h ein ist und dementsprechend schneller mit Grenzen läuft, als ihr gucken kann. Ich zeige das gerade, ich muss darauf achten. So. Der Taro ist sehr schnell am Limit. Und Ende. Jetzt macht der Taro nichts mehr und alles, was wir jetzt als Fahrer erleben würden, wäre einfach nur wildes Raten. Wie schnell fahre ich denn heute? Das wäre einfach ein wildes Ratenspiel. Ich muss mal kurz Anna ein bisschen Navi ausmachen, das geht mir gerade die ganze Zeit auf den Senkel. Das wollen wir nicht, bitte Hals Backenfutter. Aber man kann mit ihm sehr viel Spaß haben. Also wieder Tuning-Technik, optisch Teile-Technik bin ich ein bisschen enttäuscht und auch Motor-Technik. Dass da kein Fehler V8 oder Fehler Dieselmotor reingeht. Ja, moin KI. Da brauchen wir nicht nur reden. Ja, also die drei Motoren, die da ausfalltechnisch sind, ein bisschen schwach. Dass der V6 geht, cool auf jeden Fall. Finde ich sehr passend. Gehört sich auch so, dass der 2.8er da auswählbar ist. Wäre auch cool, wenn der 3.2er noch vom 4er auswählbar gewesen wäre oder sowas. Aber na gut, das sind dann wieder solche Kleinigkeiten. Ich freue mich trotzdem, dass er reingekommen ist, weil ich mag ihn optisch einfach sehr, sehr gerne. Ich mag ihn optisch einfach sehr, sehr gerne. Ich finde ihn
einen der mit geilsten, optisch klassischsten VWs. Also der kommt schon so von der Beliebtheit so, ist schon so, wenn man jetzt mal die Golfs außen vor lässt, ist der schon so Käfer, VW Bulli und dann kommt schon für mich der Caddy MK1. Der ist ja schon recht weit vorne mit dabei. Und ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, hier Golf 1, Caddy und Golf 2 in der Reihenfolge, dann wäre man mir Reihenfolge, glaube ich, Golf 1, Golf, dann Caddy MK1 und dann Golf 2. Weil da ist halt einfach ein Golf 1 als Pickup und das finde ich einfach, die Idee finde ich halt cool. Die Idee finde ich halt einfach ultra cool. Also ich feiere das Ding richtig, dass der reingekommen ist. Die Jagd im Carpass könnt ihr euch den Wagen jetzt einfach snacken. Da ist der wunderbar drin, also müsst ihr auch nicht viel mehr tun. Also eigentlich gar nichts, außer den im Carpass holen. Und schon habt ihr diesen wunderbaren VW Caddy in eurer Garage und könnt damit missbauen. Ja, hinten hätte er noch ein bisschen Tiefe vertragen können. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber im Allgemeinen ist es schon ein ganz cooles Fahrzeug geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch ganz gerne einen Daumen oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann auch. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.